Ist so, können wir jetzt nicht ändern. Ich finde es ganz einfach ein bisschen blöd. Vielleicht haben wir ja hier unterwegs schon was verloren. Hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge Space Engineers. Ja, wir haben unser Auto mal vollgeladen. Und wollen mal gucken. Moment, ich will jetzt sehen. Oh ja, der sitzt hinten gewaltig auf. Nein! Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Und unsere ganzen Teile, was wir eingesammelt haben, ist alles weg? Das kann es doch wohl nicht sein. Ah, das ist natürlich ganz klasse jetzt. Weil dann war die ganze Arbeit von zwei, drei, vier Folgen umsonst. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas echt. Das waren zwei ganze Container voll. Nicht nur, dass die Container kaputt sind, nein. Doch, der ganze Inhalt ist weg. Also, falls hier einer von den Programmierern da was mitkriegt, das ist Mist. Sowas geht nicht. Das ist völlig unrealistisch, wenn ich hier so ein Auto vollpacke. Und mir geht ein Container kaputt, dann müssen die Sachen da liegen und nicht weg sein. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir hier noch eine kleine Änderung machen. Müssen wir noch eine kleine Änderung machen, nämlich wir müssen das Auto soweit fertig machen, dass wir das wieder heile haben, aber der Verbinder muss nach hinten rausgehen, dass der nicht aufsetzt.
Dass wir damit rückwärts ranfahren können. Wir nach rückwärts ranfahren können und dann B und entladen können. Und vor allen Dingen nicht das Ding hinten, das kaputt gegangene Verbinder, sondern die Container. Und das finde ich dann doch so ein bisschen merkwürdig. Ja, warum zeigt er mir jetzt nicht mehr an, wie viel das ist? Die haben einiges in Updates rausgehauen, aber das finde ich natürlich auch nicht so schön. Aber was ich machen könnte, ich könnte jetzt davon was nehmen, davon was und könnte ganz einfach dem Ding einen neuen Container verpassen. Ah, erstmal muss ich ein bisschen vorfahren. Okay.
Anzeige brauchen wir. Okay, aber wir machen das erstmal hier alles sicher. Ein bisschen Anzeigen brauchen wir. Stahlplatten. Okay, Stahlplatten holen wir uns. Hier liegen genug. Sehr gut. Interne Panzerung. So, das nehmen wir mal mit. Holen ein bisschen interne Panzerung und bauen noch den zweiten Container wieder dran. Wobei das eigentlich wenig Sinn hat, fällt mir mal gerade so ein. Sinnvoller wäre es, das hier zu zerlegen. Ja, das alles rauszuholen. Weil wir haben ja da den, ja, habe ich eben noch nicht gesagt, aber ich habe gerade festgestellt, dass wir einen Fehler hier drin haben. Weil wir müssen die kleinen Anschlüsse nach oben drehen, weil da oben ja noch ein Reaktor drauf kommt. Oder
beziehungsweise zwei Reaktoren, und dafür ist er halt im falschen, in der falschen Ausrichtung. Fahren wir mal einen Tick zurück. Ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte von einem Container, die bleibt erhalten. Schauen wir mal. Das ist doch mehr als ich dachte. Das sah so wenig aus. Liegt vielleicht daran, dass das meiste Gewicht hier von diesen Gitterrosten kam. Ja, das haben wir alles. Ja, gut. Also ungefähr ein Drittel ist erhalten geblieben. Zwei Drittel sind verloren gegangen. Ist so, können wir jetzt nicht ändern. Ich finde es ganz einfach ein bisschen blöd. Vielleicht haben wir ja hier unterwegs schon was verloren. Nö. Gut, dann bauen wir den wieder auf. Wird ausgeladen. Thank you.
Ja, das ist richtig Arbeit. Gut, wie wir die Kiste leer kriegen und wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.